Blackie. Neu? Ja. Blackie Challenge. Los Terletos. Hallo. Hallo, Herr. Vielen Dank. Wie gefällt Ihnen das? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, meine lieben Freunde, ich glaube, diese Anrede passt heute hier im Kapitol. Wie gefällt Ihnen diese Geste von mir? Neu, die alte revolutionäre Klassenkampfgeste. Und das sagt Ihnen, wir sprechen heute hier im Kuschelsender als erstes über die ehemalige Arbeiterpartei und jetzige Zukunfts-Hightech-Power-Techno-Abteilung SPD. Gefecht, Menschenrecht. Und zwar folgendes. Johannes Rau, seit, ich glaube, 20 Jahren Ministerpräsident hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, wird im Sommer aufhören, das konnten Sie gestern und heute in den Zeitungen lesen, aber er wurde rausgemobbt. Mobbing. Kennen Sie vom Arbeitsplatz, ja? So, hallo, wie geht's? Das ist schon Mobbing. Das ist Mobbing. Die Frage, alles okay, heißt im Grunde, wieso siehst du so beschissen aus? So, das wurde auch mit Johannes Rau gemacht und selbstverständlich von der eigenen Partei. Mobbing geht eigentlich nur von Freunden. Und er wurde rausgemobbt aus dem Job. Man hat ihm jetzt gesagt, Johannes, willst du nicht langsam freiwillig zurücktreten? Und dieses Mobbing hat zum Beispiel bei Rudolf Scharping bewirkt, dass er gesagt hat, Moment mal. Ich bin ja auch nicht mehr im Amt. Da werden viele wach. Johannes Rau war mit Abstand der beliebteste Politiker hier in Nordrhein-Westfalen. Er ist es vielleicht noch immer. Und ich muss sagen, zum Beispiel, ich als Volk, ja, als kleines, bedeutungsloses, nichtswürdiges Völklein, Partikelchen des großen Ganzen, hatte immer das Gefühl, weil ich meinen Landesvater so liebe, bei ihm werde ich ein bisschen zurückgeliebt. Oder? Ab 9 Uhr morgens wird zurückgeliebt. Dieses Gefühl hatte man immer ein bisschen. Er war so versöhnlich. Er hat ja dieses große Motto entwickelt, damals, als er Bundeskanzler werden sollte. Versöhnen statt spalten. Und dieses Versöhnliche, das wirkt zum Beispiel bei uns im Team so nach. Ja? Immer, wenn bei uns zum Beispiel in der Redaktion mal Hass oder Zwietracht oder Mobbing offen aufbricht, also morgens immer, dann sagen wir uns, ja, dann sagen wir uns, wie hätte Johannes Rau in diesem Fall reagiert? Und dann werden wir ganz friedlich, umarmen uns und weinen. Dann weinen wir erstmal in die alten Witze rein, ja, und sagen, die verschmieren ja, die brauchen wir heute Abend noch. So ist das bei uns im Parteivorstand. Johannes Rau könnte, das wollen viele in der SPD, der neue nächste Bundespräsident werden. Und er arbeitet schon sehr intensiv an der Vorbereitung. Seine Frau sammelt schon, Achtung, Kochrezepte. Jetzt kommen in der SPD ein Generationswechsel. Jetzt kommen die 60-Jährigen ran. Und jetzt kommen die Leute, ja, nach vorne, sozusagen in der SPD, die schon das moderne Gesicht einer modernen Hightech-Großpartei haben, die aber zum Teil schon mal einen Arbeiter persönlich berührt haben. Das ist ja mittlerweile so, wenn es in Bonn, hey, da draußen geht ein Arbeiter, wo? Dann alle raus, anfassen, ja? Hey, komm mal her, hier, und die Grünen, ja. Habe ich zuletzt gesehen beim Bergarbeiterstreik in Bonn. Da sind Grüne und SPD von verschiedenen Richtungen auf eine Kreuzung zugerannt, um einen Kumpel zu berühren. Es gab fast eine Kollision.
Ja? Außer Atem. Die SPD total im Aufwind. Wenn morgen Wahlen wären, hätte die SPD 111% aller Stimmen und 92% aller Abgegebenen. Und mein Eindruck ist, seit der Niedersachsenwahl hat unser Freund Gerhard Schröder, oder wie wir seine echten Freunde nennen, der Gerd. Der Gerd hat seit der Niedersachsenwahl einen permanent erregierten Daumen. Und das war Roman, das ist die neue offizielle Politikergeste. Ja, das ist die neue offizielle Politikergeste. Sie sehen das immer so im Bild, wird so gezeigt. Was bedeutet das? Auch du, mein Sohn? Oder? Wieso hast du mich nicht gewählt, du Arsch? Das kann ja nicht wissen, oder? Wahlen sind doch bei uns geheim, oder? Sind sie doch. Natürlich. Unser Vorschlag heute an die SPD ist, wir haben ja gestern erklärt, dieser Titanic-Slogan. Sie wissen, Titanic, das untergehende Schiff auf dem Plakat, Regie Helmut Kohl, ist ja von der SPD negativ gemeint. Nur dieser Film Titanic ist halt nur mit Erfolg und Triumph verbunden. Und wir haben uns gedacht, wir nörgeln nicht nur, wir schlagen ein tolles neues Wahlplakat für die SPD vor. Und liebe tolle Ex-Arbeiterpartei SPD, wenn du dieses Plakat geschenkt haben willst, du kannst es haben, das ist unser Vorschlag. Es gilt einen neuen Megastar. Im Grunde die männliche Antwort auf die Spice Girls in einer Person konzentriert zu feiern. Franz Müntefering, der legendäre SPD-Bundesgeschäftsführer, Superstar-kommende Franz Müntefering, mittlerweile so erfolgreich, dass bereits die ersten Fokus-Journalistinnen auf ihn scharf sind. Und ich stelle immer wieder fest in Gesprächen, dass Einzelne, wirklich ganz wenige Franz Müntefering noch nicht kennen. Und wir wollen Ihnen den neuen künftigen Giganten. Die SPD hat ja einen Pool von Giganten, die jetzt sozusagen geschlossen in den Wahlkampf gehen. Und Franz Müntefering geht ganz, ganz vorne mit. Und viele sagen sogar in dieselbe Richtung wie die alle anderen. Und wir wollen Ihnen Franz Müntefering präsentieren, der neue Superstar der SPD. Bitte. Jetzt kommt's ganz dicke. Gottes furchtbarer Zorn wird uns heimsuchen und der ist vielleicht sauer. Verheerende Stürme peitschen das Land, die Erde bricht auf, lodernde Lava ergießt sich über ihr Antlitz und wer zahlt wieder die Zeche? Der kleine Mann. Jetzt kann nur noch einer helfen. Franz Müntefering. Er weiß, wie man Krisen meistert. Müntefering weist uns den Weg. Er ist die Fackel, die das Dunkel vertreibt. Er ist stärker als alle anderen Superhelden. Sein Lächeln kann Katastrophen verhindern. Sein Anzug macht ihn unbesiegbar. Seine Frisur kann das Universum retten. Franz Müntefering rettet die Welt. Seid bereit! Viele Jugendliche, dynamische Wählerinnen und Wähler sagen, ich möchte gerne eine solche Frisur haben wie Franz Müntefering. Ja, dieses Leichte, bei dem die Haare noch leicht über die Ohren gehen. Das war ja in den 70er Jahren mal sehr, sehr in. Und Franz Müntefering hat sozusagen dieses kultische Relikt rübergerettet. Das ist jetzt möglich mit dem von uns entwickelten offiziellen Franz Müntefering Hairclip. Im Auftrag der SPD von uns entwickelt. Ja, das heißt, ja. Morgen beginnt auch unser Müntefering-Sprachkurs, da rollende R. Ortsverein. Ortsverein. Pilz. Ah nee, da ist ja keine R drin. Hey. Das ist der Franz Müntefering-Hairclip, eine tolle Sache. Und ich bitte Sie, den ab morgen zu tragen, einfach um zu zeigen, ich bin bereit und vor allem, ich habe fertig. Thank you.
hier auf dem SPD-Sonderparteitag. Fabelhafte Gäste, meine Damen und Herren. Eine junge, hinreißende, sehr attraktive Schauspielerin kam verspätet aus Paris bei uns an, aber sie ist hier zurzeit im Kino zu sehen, im Film Campus an der Seite von Heiner Lauterbach und demnächst zu sehen im großen Fernsehfilm Die Diebin. Sandra Speichert bei uns zu Gast. Was wird sich durchsetzen? Der Franz Müntefering, Herr Klipp, nur echt aus der Baracke. Und wir haben einen Schauspieler, einen Komödianten zu Gast und ich freue mich wirklich sehr, dass er hier ist, weil er kann vielleicht mir eine meiner großen Ängste nehmen, meine große Angst vor Hunden. Er ist ein fabelhafter Schauspieler, er ist ein Erzkomödiant und er ist sozusagen der große, große deutsche Anwalt für Hunde. Bei jeder Gelegenheit versucht er zu erklären, die Hunde sind völlig okay, es sind die Besitzer. Sinngemäß. Ja? Gerd Hauke! Liebe Genossinnen und Genossen, das verändert auch ein bisschen ins Bratduktus. Wir hier in der Baracke, wir wollen auch Strom, aber ja, ist toll, das ist fantastisch. Oh, jetzt habe ich mich in der Geste geirrt. Ja, das machen wir, wenn es kalt ist. Aber was haben wir? Und Sie haben sicher festgestellt, gehören Sie auch zu den Menschen, die morgens erstmal rausgehen vor dem Frühstück und so und dann reinkommen und sagen, wir haben 11 Grad? Das ist toll. Und glaube ich, bei mir zum Beispiel wird das in Zukunft noch besser ankommen, weil jetzt habe ich ja diese Ohrclips morgens schon drauf beim Frühstück. Komme ich rein und sage, wir haben 11 Grad. Es war der wärmste Winter seit 1900 Blumenkohl. Wir hatten, das war doch kein Winter, oder? Dieses bisschen Schnee. Der Winter war so warm in diesem Jahr, dass ich heute Morgen zu meinem Fahrer gesagt habe, Özgür! Özgür! Hör mal, Özgür, es ist so warm, räum doch mal die Decke unter der Treppe weg. Jetzt kannst du wieder im Freien schlafen. Wer ist unser meteorologisches Gedächtnis? Wer erinnert uns immer, wie das Wetter früher war? Opa. Habe ich recht? Opa? Mit dem Satz, na hör mal, ihr habt ja den Winter 42 nicht mitgemacht. Der war so warm, da hat der Russe im Unterhemd angegriffen. Teilweise. Teilweise war der Winter so warm hier in Köln, ja, die Indios in der Fußgängerzone haben im Pelz unter ihrem Poncho geschwitzt. Man, ich möchte, dass ein zentraler Satz der Wetterberichterstattung in den Zeitungen oder im Rundfunk wieder eingeführt wird. Und dieser Satz heißt, Ski und Rodel gut. Das war ein Satz. Ja, wir erinnern uns auch. Ski und Rodel gut. Und dieser Satz, meine Damen und Herren, gehört genauso ins Grundgesetz wie Strunz. Ah, es gibt eine aufregende Nachricht. Und zwar, Sie wissen, Gildo Horn. Ja? Das ist toll. Das macht den Job für mich so einfach, ja? Von Zeit zu Zeit muss man einfach gewisse Namen nennen. Beifall. Oder? Zum Beispiel Markus Babbel. Wie kennen Sie nicht? Flasche leere bei Bayern. Babbel! So. Gildo Horn vertritt die SPD und Deutschland.
beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Birmingham. Er bekommt scharfe Konkurrenz aus Israel. Israel schickt einen Transvestiten ins Rennen. Ja, Dana war bis vor 5 Jahren ein Mann. Hat sie operieren lassen. Und man muss sagen, tolle Sache, denn endlich nähern sich Sänger und Zielgruppe so richtig an. Jetzt. Dana. Und das heißt ja, wir sind eigentlich jetzt beim Grand Prix Eurovision de la Chanson so weit wie bisher nur bei der Schwimm-WM der Damen. Sie hatten so recht, als Sie den Applaus verweigert haben bei dieser Pointe. Warum haben Sie das denn kaputt gemacht? Hm? Transsexuell. Wie soll ich Ihnen erklären, was transsexuell ist? Das ist wie wenn Patrick Lindner auch offiziell zu Stefanie Hertel würde. Das ist dieser alte Witz. Das ist dieser alte Witz. Papa, ja. Papa, was ist ein Transvestit? Keine Ahnung. Frag Mutti, der weiß das. Oder haben wir im Ferienlager immer dazu getanzt? Havana Gila. Damals, als ich ein Kind war, 1812. Die großen Hits für Transen bei internationalen Wettbewerben sind Transvestitenhit Nummer 1. Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Was? Zu hart? Der zweite Hit, und der gefällt mir am besten. Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Oder Platz absolut 1, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Das ist ja schön. Ich weiß, dass viele von Ihnen jeden Abend regelmäßig zuschauen, weil Sie alle sich ein Stück Kindheit bewahrt haben. Und ich glaube, die größte Erinnerung an die Kindheit, das ist doch, oder? Augsburger Puppenkiste. Ja? Und, ja. Urmeli! Urmeli! Und die Augsburger Puppenkiste wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Sie ist zurzeit auf Tournee und sie hat ein völlig neues Repertoire, zeitgemäß angepasst. Und wir wollen Ihnen vorstellen, was Sie zurzeit auf der Tournee bei der Augsburger Puppenkiste sehen können. Die legendäre Puppenkiste ist auf großer Deutschland-Tournee. Ein einmaliges Kulturerlebnis. Jetzt mit noch mehr Liebe geschnitzt. Mit noch mehr Fäden, mit noch mehr Ozeanen aus Plastiktüten und garantiert ohne Urmel, Kater Mikesh und Jim Knopf. Jetzt gibt's was Neues. Die originalgetreue Umsetzung einer pessimistischen Parabel des schizophrenen französischen Existenzialisten Jean-Claude Tristesse in Zusammenarbeit mit Arte und der polnischen Filmförderung. 3 Farben Grau. Und wer noch mehr Spaß haben will, der guckt anschließend noch den modernen Klassiker für die ganze Familie. Pulp Fiction. Hey, Motherfucker, nimm mir einen verfickten Grund, dir nicht deinen verdammten Schädel wegzupusten. Ich kann dich nicht verstehen, Arschgesicht. Der Prophet Hesekiel sagt, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Übersetzt heißt das, ich werde dir jetzt deinen verfickten Gummianzug mit Blei füllen, Schwanzlutscher. Da wäre ich mir an deiner Stelle verdammt nicht so sicher. Oh, Scheiße! Die Nutte hat mich erwischt! Oh. Worauf du wegkommst, oh. Wichser. Ich habe jetzt die offiziellen SPD Franz Müntefering-Hair-Clips abgenommen, aber sie bleiben im Einsatz. Ich habe es hier drauf gemacht, damit sie nicht verloren gehen auf den Liebling des Monats, Giovanni Trapattoni.
Mir ist aufgefallen, wir sind eine sehr, sehr internationale Sendung. Giovanni Trapattoni, Italiener. Sehr viel beschäftigen wir uns mit unseren holländischen Nachbarn. Und eine besonders enge Verbindung haben wir zu unseren türkischen Mitbürgern. Sie wissen es, wir versuchen Kontakt aufzunehmen zu Ibo. Ibo ist ein Superstar in der Türkei und moderiert die türkische Late Night. Jeden Abend in der Türkei. Und wir hatten vor einiger Zeit Lale Kersi zu Gast. Wunderbare Kollegin, Schauspielerin bei Unter uns. Und sie hat für uns versucht, in der Türkei anzurufen und den Kollegen Ibo zu erreichen. Das ist nicht so ganz einfach, aber wir haben bei dieser Gelegenheit festgestellt, ja, wir hatten bisher kleine Informationslücken. Wie empfinden uns unsere türkischen Mitbürger? Wie lebt man in der Türkei? Und wir sind sehr froh, dass wir mit Lales Hilfe nach und nach dieses Bild korrigieren können. Und heute machen wir damit den Anfang. Bitte. Die türkische Kultur ist seit langem ein wichtiger Bestandteil der Harald-Schmidt-Show. Doch einige Experten sagen, in unseren Berichten und Filmen über die Türken seien uns einige Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Rekapitulieren wir. Zu unseren beliebtesten Figuren zählt seit Anbeginn Haralds Chauffeur Özgür. Hallo Özgür. Hallo Chef. In Wirklichkeit gibt es den Namen Özgür überhaupt nicht. Der Fahrer müsste eigentlich Özgür heißen. Das hat uns zu denken gegeben. Haben wir es uns in unserer Begeisterung zu einfach gemacht? Wurden in unserer Autorenwerkstatt die Gags vielleicht nicht sorgfältig genug hergestellt? Natürlich gibt es in der Türkei keine berühmten Schauspieler, die Vülü Mülüvüç oder so ähnlich heißen. Zu den größten türkischen Filmstars zählt Şener Şen. Er spielte die Hauptrolle in Eşkıya der Bandit, dem erfolgreichsten türkischen Film aller Zeiten. Wir haben aber sehr positive Berichte über türkische Popmusik in der Show gehabt. Zum Beispiel über die türkische Country- und Western-Szene. Und was haben wir nicht alles für die türkische Antwort auf Helge Schneider getan? Das stimmt selbstverständlich alles nicht. In Wirklichkeit heißen die großen türkischen Popstars Sezen Aksu, Tarkan und Ibrahim Tatlıses, genannt Ibo, der Moderator unserer Partner-Late-Night-Show. Naja, also hinterher kritisieren ist immer leicht. Aber immerhin kennen wir diesen Herrn hier. Das ist nämlich Sultan Süleyman I., 1520 bis 1566, unter dessen Herrschaft die Türkei zur Weltmacht aufstieg. Toll, aber kennt ihr auch den? Das ist Selim II., 1566 bis 1574, der etwas glücklose Nachfolger von Süleyman. Er hatte den Spitznamen der Säufer. Na bitte, warum nicht gleich so? Und da Lale schon mal bei uns zu Gast war in den vergangenen Tagen, da haben wir uns gedacht, das sollten wir ausnutzen. Und ich war mit Lale hier in Köln unterwegs, um sozusagen ein bisschen Einblick zu kriegen in den türkischen Kulturkreis, noch viel intensiver, als es bisher sowieso schon der Fall war. Und es war hochinteressant für mich. Hallo Lale. Ja, hallo Harald. Ich würde sagen, wir gehen gleich los. Na gut, machen wir's, ja. Als erstes mal in so ein ganz normales Geschäft. Was heißt denn guten Tag auf Türkisch? Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder du sagst İyi günler. İyi günler. Versuch mal mit Merhaba. 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 Nochmal İyi günler. İyi günler. Nee, merhaba. Wir merhaba. Sagen merhaba, ja. Merhaba. Das ja? heißt guten Tag. Das heißt hallo, guten Tag, ja. Hallo, guten Tag. Dann würde ich sagen, gehen wir? Gehen wir los. Ja, und gehen als erstes in den Geschäft. Merhaba. Was heißt denn, wohnst du noch bei deinen Eltern auf Türkisch? Hala annenin babanın yanında mı oturuyorsun? Oder hala annenin babanın yanında mı oturuyorsun hala? Das ist ja der... Sag das mal. Annenin babanın... Annenin babanın... Yanında mı oturuyorsun hala? Nein, nein, das wollen sie hala. Das ist sehr schwer. Was heißt denn eigentlich, gehen wir zu dir oder zu mir auf Türkisch? Oder ist das sinnlos, das zu fragen? Bei einer türkischen Frau. Kommt man ich glaube, so, wenn du in Türkisch so, fragst, ist es sinnlos. Weil man es nicht versteht. Ach so. Das heißt, eine Frau, die man das nicht auch auf Deutsch fragen kann, eine türkische Frau, die man das nicht auch auf Deutsch fragen kann, ist es gleich sinnlos, ja? Kann man so nicht sagen. Es nee. Gibt halt wirklich auch bei Türken solche und solche. Ja. Ist doch klar. Aber sagen wir mal, türkische Frauen, die schon hier geboren wurden,
werden die denn eher so jetzt im Sinn des deutschen Stils oder westeuropäisch erzogen? Oder ist das schon, dass sie sagen, okay, außer Haus ist es wie deutsch, aber zu Hause in der Familie gelten schon noch die türkischen Spielregeln? Ja, so ist es schon, wie du gerade gesagt hast. Also, ja. Wobei auch außer Haus immer wieder bei so einer direkten Frage das Elternhaus mitspielen wird. Also wenn du so direkt fragst, gehen wir zu dir oder zu mir, glaube ich nicht, dass irgendeine Frau antworten wird. Gehen wir zu dir oder zu mir? Also, ja. Dann werden sie erstmal noch auf. Oh, ich sag, komm ruhig mit zu mir, meine Brüder sind auch da. Was heißt jetzt nochmal guten Tag? Sag du mal. Guten Tag, versuch's nochmal. Mabel, nein. Nee, Merhaba. Aha, Merhaba. Hier ist es. Da ist es. Ich könnte ja eigentlich mal für das Team was kaufen, weil das Team liebt türkische Spezialitäten, ist doch so, ne? Natürlich. Ja? Was sollen wir denn mal nehmen? Ja, wonach ist denn im Team? An Süßigkeit. Die essen, was ich kaufe. Das ist alte türkische Tradition. Ja, alte türkische Tradition, das ist richtig. Und absagen geht nicht, verneinen geht nicht. Wie heißt das? Türimo. Kampfgulasch. Genau, Kampfgulasch, das ist es. Ja. Das kann man aber nicht auf die Hand mitnehmen, oder? Auf die Hand ist ein bisschen schwer. Gestapelt. Ja, ja. Dann packen Sie mir das mal bitte einmal ein. Ja. Möchtest du auch was essen? Nein, danke schön. Ich nehme das einmal mit. Das ist eigentlich fast ein bisschen unhöflich, wenn ich dir sowas voresse, ne? Oder? In der Türkei wäre es ein bisschen unhöflich. Aber du müsstest, ja, das heißt nichts, du musst es mir aufdrängen, immer wieder. Ist es wirklich Lade. Wahr? Ja. Ist doch ein bisschen. Ich möchte nicht, danke schön. Kind, ist doch ein bisschen. Guck, du musst ich habe gerade gegessen. Es schmeckt so toll. Es schmeckt ein toll. Bisschen. Ja. Ich möchte aber wirklich. Wirklich? Nicht. Aber es ist wunderbar. Also, es ist besser auch als sonst, ne? Nee, das geht anders. Du musst sagen, keine Widerrede, du nimmst das jetzt, nimm mal hier das Stück Brot und dann drückst du mir das so richtig in die Hand, wie du guckst, ja. So richtig autoritär. Ja. Da ist man natürlich als deutscher Mann dann doch nicht dazu in der Lage. Als deutscher Mann. So unterscheiden sich eben diese beiden Kulturkreise. Wir werden dieses Thema weiter verfolgen und hoffen natürlich auch bald direkten Kontakt zu Ibo, dem türkischen Late-Night-Superstar, zu haben. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, ein großartiger Schauspieler. Seine große Parole war über all die Jahre, Papa Charlie hat gesagt, das ist eine ganz, ganz große Erfolgsnummer gewesen. Und er ist der ganz große Hunde, Anwalt und Freund in Deutschland. Das ist sein neues Buch, Hund aufs Herz. Herzlich willkommen, Gerd Hauke. Na fein. Hallo. So. Da werden wir jetzt mal dran arbeiten. Oh. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr erleichtert, dass ich es war. Ich habe schon in vielen Talkshows gesehen. So. Ich frage gleich mal, was ist das für ein Hund? Das ist ein englischer Bulldog. Bulldog. In seiner mittel ausgeprägten Form. Es gibt welche, die sind viel extremer. Ja? Und es gibt auch noch ein paar, die sind ein bisschen gemäßigter. Kuscheliger, ja. Na, wuschelig sind sie nicht. Sind immer kurzhaarig, nicht? Ich meine kuschelig. Ja, kuschelig eigentlich auch nicht. So ein richtig kuscheliger Hund ist das nicht. Wie heißt er? Er heißt Charlie. Passend. ja, passend. Haben wir aber nicht verabredet. Also ich muss sagen, ist das ein Kampfhund? Also, da bin ich überfragt. Das Thema Kampfhund ist in einer Minute nicht abzuhandeln. Ja. Man kann jeden Hund dazu bringen, auf andere Hunde loszugehen. Ja. Durch selektive Zucht, indem man immer den Bösartigsten rausnimmt, den man eigentlich aus der Zucht rausnehmen sollte, in die Zucht reintut. Wenn man das fünfmal gemacht hat, weißt du, wie der uns die Schau stiehlt hier? Die alte Regel, Kinder und Hunde auf der Kinder Bühne. Kinder und Hunde raus! Ja. Ich hab erstmal noch einen mitgebracht zum Angewöhnen, also so, damit es so langsam vor sich geht. Ja, ich habe wirklich... Mit dem Ruck, der ist ja süß. Ja. Das ist aber ein ganz süßer. Ja, das ist aber... Das ist wunderschön, Schacht, vielen Dank. Ja. So sehen mehr oder weniger alle Welpen aus. Ja. Und das ist der Grund allen Übels. Die Leute kaufen sich so einen kleinen Hund, weil er so niedlich aussieht. Mm. Und nachher wissen sie nicht, was sie damit machen sollen. Aber ich wollte etwas fragen mal. Ich mal was fragen. Also ich habe gestern...
Das ist alles normal? Ja, sie ja. ist neugierig. Und dass ich da Angst das sehen, habe, ist das also in dem Fall nur also völlig verkehrt. Komm, Charlie, sag mal guten Tag hier, komm. Hallo, Charlie. Ja. Wie ist das denn, man sagt es so im Volksmund, Tiere spüren, wenn Menschen Angst haben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist richtig, weil, also Sie haben ja jetzt keine Angst. Ganz ein lieber Nicht? Charlie. Sie haben jetzt keine Angst. Nein. Jeder Mensch hat Buttersäure im Schweiß. Und für jeden Hund ist ein Mensch ein Geruchsobjekt. Nicht? Hunde leben in einer olfaktorischen Welt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die riechen, was los war. Ja. Während wir uns also der Zeitung bedienen müssen oder erkundigen. Und in dem Moment, wo ein Mensch Angst hat, steigt der Gehalt der Buttersäure in seinem Schweiß um das Mehrhundertfache. Aha. Und es wirkt wie Salzsäure auf die Hunde. Ja. Sie werden aggressiv dadurch. Und darum ist das ein schwer zu durchbrechender Zirkel. Die Leute haben Angst, weil sie Angst haben, haben sie diesen scharfen Geruch, den die Hunde aggressiv machen. Ja. Weil die Hunde aggressiv sind, haben die Leute wieder Angst. Und dagegen hilft nur eins, mit so einem Hund anfangen und dann vielleicht selber mal einen anschaffen. Nicht? Also er ist ein ganz lieber, wirklich. Er ist ein Schatz, aber wie soll man sich denn sozusagen auf der Straße verhalten, wenn so ein großer Hund frei auf einen zurennt? Also auf keinen Fall soll man wegrennen. Das ist, komischerweise hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass auch der allerwinzigste Hund schneller ist als ein Mensch. Ja. Also selbst vor so einem Hund kann man nicht weglaufen. Ja. Und vor einem größeren schon gar nicht. Das ist das Sinnlose von allem. Finde ich in Filmen immer so schön. Nicht? Ja. Da läuft der Verbrecher weg und der Hund hinterher. Ja. Und Schnitt und der Verbrecher läuft und der Hund läuft. Schnitt und der Hund läuft und der Verbrecher läuft. Ja. In Wirklichkeit hätte sich das auf 5 Metern abgespielt. Hätte ihn der Hund. Ja, da hätte ihn der Hund. Man soll stehen bleiben. Man soll den Hund nicht fixieren. Das ist etwas, was also als Aggression, bei Menschen übrigens auch, nicht? Die schlagenden Verbindungen, die gibt es ja heute noch. Ja. Sie haben meine Braut fixiert. Richtig. Und nicht? Um 3 Uhr früh muss man sich dafür in die Fresse hauen. Ja. Nicht? Ja. Und, ja, ist richtig. Also das ist jedenfalls unter wild lebenden Kaniden eine Aggression. Man guckt sich nicht an. Das ist die Aufforderung, wo man sehen, wer stärker ist. Ja. Man guckt also an ihm vorbei und man spricht leise und ruhig auf ihn ein. Kann man das so risikolos testen? Nein. Nein, das meinte ich ja. Ja. Aber Hallo, es gibt... Merkst du, ich schaue dich gar nicht an, du bist ein ganz lieber... Das kann ganz lieber Hund, aber in den meisten Fällen funktioniert's. Und es ist, warte mal, es ist 3200 Mal wahrscheinlicher, dass man vom Blitz getroffen wird, als dass man vom Hund gebissen wird. So sieht die Statistik aus. So sagt die Statistik. Ja. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Bitte. Ich habe gestern den Einspielfilm, wo Sie den Clown gespielt haben. Ja. Das war wunderschön. Sie sind ein hochbegabter Schauspieler. Sie könnten auch auf anständige Art und Weise Ihr Geld verdienen. Vielen Dank. Charlie fühlt sich sehr wohl, jetzt steht er hier hin. Ja. Nein, und dann wollte ich noch fragen, haben Sie erstmal dieses Zeichen, was ist das? Das haben wir gestartet damals, als bei uns die große BSE-Thematik losging. Ja, das ist unsere Aktion. Der Kuhschwanz. Ja, Rinder gegen den Wahnsinn. Ich habe immer überlegt, was das sein könnte. Ja. Und dann wollte ich fragen, haben Sie jedes Mal einen neuen Anzug an? Ja. Jedes Mal? Jeden Abend, ja. 365 Nein. Anzüge? Also das heißt, ich habe 4, die ich im Wochenrhythmus wechsle. Ja. Nein, ich habe 20 oder so. Ja. Ja. Und das interessierte mich, weil nämlich dieses kleine Zeichen, was ich nicht identifizieren konnte vom Bildschirm aus, das sieht so ein bisschen aus wie das kleine Sträußchen Maiglöckchen, was so Konfirmanden immer am Anzug haben. Ja. Nicht? Ja. Und nun sind sie ja sehr schmal, nicht? Und wenn sie nicht grauhaarig wären, würde das absolut passen. Ein Konfirmand? Wie ein Konfirmandenanzug. Aber es ist so politisch. Ja, ist das jetzt weiß ich. Rinder gegen jetzt den Wahnsinn. Jetzt weiß ich's, jetzt ist es auch richtig. Und dann haben Sie mal gesagt, Sie wohnen noch bei Ihren Eltern. Das war ein Scherz. Ach, da war ein Witz. Ja. Sie sehen aber die Sendung häufig, oder? Dreimal habe ich sie gesehen. Dreimal? Ja. Und war das alles in einer Sendung? Nee. Nein, es waren dreimal, weil ich mir gesagt habe, wenn er wirklich bei seinen Eltern wohnt, dann würde ihm die Mutter doch hin und wieder mal was kochen.
Ja. Ne? Ja. Also wahnsinnig dünn. Ich meine, das ist natürlich der reinste Neid, nicht? Ja. Das ist ganz klar. Ich möchte auch, na so dünn nicht, aber ein bisschen dünner wäre ich gern. Und ich frage mich immer, wie macht man das? Bei mir? Sie essen nichts, nicht? Oder ungern? Doch, ich esse sehr gerne, aber ich esse, also zur Zeit trinke ich zum Beispiel gerne Alkohol. Ja. Ja? Weil Alkohol schwemmt auf. Ah ja. Und ich nenne jetzt nicht die Namen der Kollegen, bei denen es man sieht. Aber ja. Man muss sozusagen sich disziplinieren. Ja. Dann esse ich, was mir schmeckt, aber in Maßen. Ah ja. In Maßen. Das ist es. Ist das für Sie wirklich ein Problem? Was mir schmeckt, ist in Ordnung. Ja, aber in Maßen fällt mir so schwer. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, das späte Essen. Das hätte nichts zu bedeuten mit dem Gewicht. Es ist egal, wann man isst, ob spät abends oder früh. Nee, es kommt darauf an. Ich glaube, es ist nicht so gesund, wenn man isst und sofort ins Bett geht. Ja, man sagt das so. Und dann auch da bleibt. Ja. Diese Geräusche von Charlie, diese absolut friedlichen Gebrumme eines nicht fixierten Hundes, an dem ich vorbeispreche, heißt das, dass er sich wohlfühlt? Ja, also Bulldogs sind sehr beredt. Ja. Das kommt auch durch die kurze Nase. Ja. Also sie haben eigentlich immer irgendwas zu sagen. Ja. Murmeln und plätschern so vor sich hin. Ich habe ja auch einen. Mein Otto hat ein Fresslied. Aha. Wie er das macht, weiß ich nicht. Während er seine Mahlzeit einnimmt, macht er immer. Kenn ich vom Zivildienst. Ja. Machen die das auch? Opa! Ja. Jetzt sagen Sie mir bitte noch eines. Ja? Mein Eindruck ist, wenn ich in der Stadt spazieren gehe und ich sehe Leute, 80% der Hundehalter in Deutschland haben zu große Hunde in zu kleinen Wohnungen. Ja, das ist auch nicht das Problem, so wie man es ansehen könnte. Man weiß ja nicht, ob ich gemeint bin. Ich guck halt mal hin. Ja. Nein, man kann auch eine deutsche Dogge in ein Zimmer-Apartment halten. Man muss bloß zweimal am Tag ihr Gelegenheit geben, sich richtig auszurennen. Ja. Nicht? Und es nützt überhaupt nichts. Auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, mein bescheidenes Wissen habe ich ja eigentlich alles aus Gesprächen mit Hundebesitzern. Ja. Das ist aber ein Hübscher. Und ja, das ist unser Putzi, den haben wir auch sehr gern. Ja, machen Sie den denn nie von alleine? Nee, der kommt nie von alleine. Ja, warum denn nicht? Ja, der läuft weg. Ich sage, ich möchte nur keinen Hund haben, der nur per Leine bei mir bleibt. Ja? Dann läuft er eben weg, nicht? Wer nicht bei mir bleiben will, soll gehen, nicht? Nein, 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 der Hund muss bei mir. Wir haben einen großen Garten, sagen Sie dann. Mhm. Aber da scheißt der Hund drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Denn der interessiert ihn nicht. Ja. Ab 30.000 Quadratmeter interessiert ihn ein Garten. Denn da ist da schon Leben. Da sind Igel und Karnickel und so weiter und da verändert sich was. Aber was da drunter ist, legt er sich vor die Gartentür und will mit seinen Leuten spazieren gehen. Und zwar frei. Und da das die meisten Leute nicht tun, sind die meisten Hunde verrückt. Gut. Das kann man alles auch in Ihrem neuen Buch Hund aufs Herz nachgehen. Ja. War sehr informativ für mich. Ich will das alles sehr beherzigen. Ja? Ja. Es kann helfen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn Sie in regelmäßigen Abständen bei uns vorbeikommen, um das ein bisschen zu kontrollieren. Das würde ich sehr gerne tun, ja. Dann kämen wir auch mal so ein bisschen auf andere Themen, nicht? Und ja, aber das war jetzt für mich, noch einmal anfassen? Ganz vorsichtig, ja. So, Charlie, ja, oh, ein ganz lieber. So, kleine Kinder, wenn man da... Gerd Honke, meine Damen und Herren, und gleich Sandra Speicher. Sandra. Wow. Wow, ist das ein Kleid. Danke. Das ist aus Paris, enttäuscht mich nicht, oder? Ja, das ist aus Paris. Sag mal ganz kurz, was war denn los? Den Flug verpasst, oder? Es ist mal wieder Katastrophe, wie bei den Franzosen oft. Alles hektisch, alles ein bisschen daneben. Ich habe wegen einem Kackbus, der mich vom Parkplatz zum Terminal bringen musste, den Flug verpasst, weil die Türen nicht zugingen. Nein. Und deswegen durften wir nicht fahren. Und da saßen wir 3 Viertelstunden im Bus und das Flugzeug flog irgendwie
Das ist die Hölle, ne? Oder da stirbt man doch. Also ich bin da schweißgebadet, wenn mir sowas passiert. Absolut. Ja. Und ich habe die, es hat ein bisschen gedauert, bis ich sie alle im Flughafen umgebracht habe und gesagt habe, ich muss zu Harald Schmidt. Harald Schmidt, c'est qui ça? Harald Schmidt, c'est un grand monsieur de la télé allemande. Ja. Alors, voilà. Das ist toll, du sprichst so perfekt Französisch, ne? Französisch. Yeah. Und du bist so richtig unter Strom. Ein bisschen. Ja, dann über Frankfurt und so, hat aber alles gut geklappt. Ja. Ich finde ganz toll, weil wir haben ja deine Karriere hier so ein bisschen mitverfolgt. Als Danke. Du das erste Mal bei uns warst, da warst du eigentlich eine Schauspielerin, die gesagt hat, komm, wird ganz groß rauskommen, aber war in Deutschland noch nicht sehr bekannt. Ja? Ja. Noch mit ganz langen Haaren. Und dann ging das so richtig los und jetzt ist Campus und der Film Die Diebin. Und damit alle sehen, was du in diesem Film machst, auch wie speziell es ist, zeigen wir erstmal einen Ausschnitt aus dem Film Die Diebin. Sandra. Und das alles ohne Double, hä? Ja klar, natürlich. Mehrmals, immer wieder. Du hast dich nur ein kleines bisschen manchmal dubeln lassen, ist doch so. Eigentlich gar nicht. Ich habe wirklich alles selbst gemacht. Was hast du, sag mal zum Beispiel, was du selber gemacht hast? Nee, was ich wirklich selber gemacht habe, war zum Beispiel, es gab viele Sachen, wo ich rumklettern musste auf 25 Metern Höhe um 6 Uhr morgens. Und da war ich, also da hing ich 25 Meter in Höhe und ich habe eine riesen Höhenangst natürlich und es war für mich ein Horror. Ich war natürlich gesichert, aber das war ich wirklich. Ja. Oder zum Beispiel habe ich gelernt, den Porsche richtig umzudrehen mit Handbremse und. Durfte ich aber dann nicht machen, weil es im Bahnhof war und im Bahnhof war es ein bisschen rutschiger als auf der normalen Straße. Und dann durfte ich auch so schnell wie möglich über die drei Autos springen. Wir hatten keine Zeit zu proben. Ja, versuch's mal. Und ich, ja klar, mache ich ja jeden Tag. Ich mach's einfach mal. Und dann hat man keine Wahl. Und wenn man muss, dann geht man auch ran. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja... Heiner Lauterbach war zu Gast hier. Campus. Und du warst doch sicher wahnsinnig glücklich, dass bei Campus überall dieser Ausschnitt gezeigt wurde, bei dem du so auf dem Schreibtisch liegst, oder? Hat dich das geärgert? Soll ich jetzt gehen? Oder soll Nein, hat dich das geärgert? Es hat mich geärgert, weil diese Szene ist eine super große Szene geworden, die einen Anfang hat, die eine Mitte hat und die ein Ende hat. Ja. Wo wir nicht nur, und ich meine, das ist genauso für einen Heiner sehr peinlich, wo wir nicht nur um den Schreibtisch rumrennen, sondern... Nee, Rennen haben wir euch nicht gesehen. Ja, und dann liegen wir auch auf dem Schreibtisch. Und dann liegen wir auch, okay. Und dieses eine kleine Teilchen wurde gezeigt. Und irgendwie hatten wir eine super gute Szene davor, die so endet. Ja, okay. Aber das ist halt in der Werbung so. Weil es spricht ja auch Leute wie mich an, die dann sowas sehen und sagen, boah. Und dann gehen die in den Film. Das sind halt diese ganz niederen Instinkte. Kanntet ihr euch schon lange, du und Heiner, als ihr das gedreht habt? Nein, wir kannten uns noch gar nicht und wir sind gleich rangegangen, wie du vorhin schon gesagt hast. Ja, also kennengelernt und ab auf den Tisch. Ja, aber wie gesagt... Wie gesagt, war die ganze Szene davor, bevor wir... Und es war uns beiden sehr peinlich und Heiner war genauso schüchtern eigentlich wie ich. Und es war... Ja, Heiner, halt. Heiner ist kein Macho. Ja. Okay. Ja. Und du drehst jetzt noch zwei Filme mit ihm, oder zumindest einen? Ja, zwei. In Italien. Du bist richtig toll im Geschäft. Nicht schlecht. Nein, du bist richtig gut im Geschäft. Danke. Ja, macht dir das ein bisschen Angst? Jein. Es macht mich sehr glücklich und auf der anderen Seite macht es mir natürlich Angst, weil das Level sehr hoch ist und da muss man halt bleiben. Ja, und du lebst nach wie vor in Paris? Ja. Was willst du denn mehr? Hier arbeiten und in Paris leben? Nicht viel mehr. Mit anderen Worten, du bist glücklich? Ja. Ja. Ich wünsche dir, dass es auf dem Rückflug besser gemäßiger klappt, ja. Der Film läuft auf ProSieben und übrigens hat unser wunderbarer Kollege Helmut Zerle die Musik dazu gemacht, zur Diebin, zu diesem Film. Morgen Abend, meine Damen und Herren, toller Schauspieler, Heino Ferch, kennst du? Ein wirklich klasse Schauspieler und eine großartige Moderationskollegin, Mo Asumang. Vielen Dank, ich danke dir. Danke. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss. We'll be right back.
Ich glaube, ich werde. Entschuldigung.